Also eigentlich fand ich das Dungeon bis hierhin relativ gut, aber das mit der Eisrunde fand ich jetzt wirklich scheiße. Ups, ich habe mich verlaufen. Da bin ich ganz ehrlich, das fand ich richtig scheiße. Was ich auch generell wirklich scheiße finde, ist diese Ansammlung von Gegenständen. Das hatte ich im, das ist hier in den Dungeons, das ist immer diesen Eisenpanzer, das Eisenschild, den Eisenstab, die Eisenrieben, die Eisen. Und dann im nächsten Dungeon die Blätter und die Blätter und die Blätter und dann in dem Dungeon das Eis. Das ist überhaupt nicht keine Abwechslung von den Weißen. Hm? Feuer. Im nächsten kommt ein Feuer. Achso. Ja, also wenn wir nachher ein Item kriegen, dann wissen wir schon direkt, wie die anderen aussehen werden. Das finde ich kacke. Ich mag sowas Berechenbares nicht. Das ist kein WoW oder so, wo man sich ein Thorium-Set zusammenschmieden muss, damit man einen Set-Bonus kriegt und 10% mehr Schaden mit seinem Funkensprung macht. Oder so. Ah, wirf die Eiskrone in die Lava. Du meinst die Krone des Eises. Ich weiß nicht. Das sollte schwarz werden und nicht Eis. Das gibt einfach keinen Sinn. Das finde ich kacke. Das war ja eine Rune. Die war bestimmt magisch. Ja, aber das Eis symbolisiert ja die Kälte und nicht das... Genau. Hast du gesehen? Nö. Nee. Guck mal. Das war bestimmt Fiss, der da am Berg war. Der wollte gerade den Wal rausholen. Bestimmt. Und ich habe eine 5 oben. Ich habe einfach nur eine 5 oben rechts. 5. Okay. Dim, 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 dim. Rotes Aurea. Woohoo. Na? Warum hab ich Schaden bekommen? Arc ändert den Zauber Lichtblitz. 4 Geschosse aus Aurea fliegen von Arc aus in alle 4 Himmelsrichtungen. Ideal, um mehrere Ziele zeitgleich zu treffen. Endlich bin ich im Besitz des nächsten Teils des Aurea. Jetzt muss ich nur zum Schloss zurück. Oh oh. Böse Musik. Das hört sich gar nicht gut an. Ihr hört die Musik auch. Du nicht, aber das ist einfach nur diese dü-dü-dü-düm, büm, büm, büm. Ich glaube, der Vulkan wird ausbrechen, weil es so hin und her wackelt. Ich glaube, der Vulkan... Ich glaube auch, dass der Vulkan es ausspricht. Ich sollte mich malen. Oh, ich kann ja einfach auf der Lava reiten. LOL! Und zweimal die Musik fängt an. Was zum... Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt überlebt habe. Vielleicht hat mich meine Eisrüstung vor der Lava bewahrt. Scheinbar wurde ich auf Festland gespült. Ich sollte diese Insel erst einmal nicht mehr betreten, bevor sich der Vulkan beruhigt hat. Es hat sich aber... Das finde ich jetzt auch ein bisschen schade. Okay, man kommt hier nicht mehr rüber. Er hätte das irgendwie verhindern sollen, dass es irgendwie so versteinert wäre oder so. You know what I mean? Mhm. Okay. Aber die Erklärung gibt überhaupt keinen Sinn. Dass er ins Festland gespült wurde, das ist Lava. Lava ist heiß. Feuer. Er wäre verbrannt. Ja, er hatte ja die Eisrüstung. Ja, aber die Eisrüstung, die hält doch auch nicht mehrere Lava aus. Doch. Und selbst wenn, er müsste dann irgendwann da eingebrannt werden, seinen toten Ton. Ja, das ist halt totaler Schwachsinn. Also da sind einige Logics-Fehler. I love the books. Okay, der sagt mir immer noch das gleiche. Er ist nicht mehr so auf dem neuesten Stand. Ich würde ja gerne nochmal testen, ob man in den Wald da reinkommt, aber dann stürzt das eh wieder ab. Egal, dann gehe ich...
Ich weiß auch, ich möchte schon mal raten, was nach dem Schloss passiert. Wir beleben die Vögel wieder und sie fliegen mich auf einen neuen Kontinent, wo ich in eine Safari-ähnliche Zone komme. Wo ich die Säugetiere wiederbelebe. Abschnitt 2. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Gut, das Dungeon kenne ich ja schon. Scheiß muss ich ja jetzt nicht nochmal machen. Ich weiß aber nicht, wo Abschnitt 3 ist. Ich muss einfach mal. Nee. Komm ich. Ja, hier habe ich das zweite weggegeben. Nicht noch mal rein. Da komme ich auch nicht rein. Gut, dann gehen wir mal zurück. Gehen wir nochmal in Abschnitt 1. Hier die schönen grünen verpixelten Gegner. Ich weiß ja nicht, du hast ja noch nicht alle Parts gesehen. Hab ich noch nicht geschafft, weil wegen YouTube. Ja, ich weiß. Aber dann siehst du jetzt mal so ein bisschen. Dann weißt du, was auf dich zukommt. Mal, gehen wir einfach mal wieder hier raus. Na komm. Und da rein. So, keine Ahnung. Ich hätte ja gedacht, dass Abschnitt 3 da irgendwie in der Mitte ist. Ist aber nicht. Guck ich mal einfach hier wieder. Dings, ne? Wobei ich ja vielleicht wieder in den gleichen Kollektor einführen muss. Oh, geil, eine Wunderknolle. Oh. Nein. Gut. Gehen wir mal hier lang. Bleibt ja auch nicht viel anderes übrig. Könnte noch in den Keller gucken. Keller. Na. Da könnte jetzt rechts theoretisch ein Eingang sein. Aber auch nur theoretisch. Tor. Nein. Okay. Ist die Wand okay. Ja. Okay, das irritiert mich jetzt ein wenig. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Muss ich ja theoretisch. Ach du Scheiße.
Abschnitt 1. Vielleicht muss ich Lichtblitze in alle Richtungen schießen. Vielleicht aber auch nicht. I love the books. Gut, ich würde sagen, ich guck mal draußen. Da hier nichts ist, würde ich sagen, hören wir einfach mal am besten auf. Ich gehe noch kurz gucken, ob der Wald noch immer abstürzt, und da er das tun wird, werde ich dann damit auch aufhören. Schnell gucken gehen. Der war da. So. Dann kannst du dich schon mal verabschieden und er stürzt ab. Ja. Gut, ich guck dann mal, wo das dritte Türchen ist. Ich habe keine Lust, das ganze Schloss jetzt nochmal abzurennen. Da habe ich jetzt keinen Nerv für. Das finde ich auch langweilig. Und ich bin auch müde. Gut. Ja, dann danke wieder fürs Zuschauen. Wir hören uns hoffentlich wieder das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.